Ja, nach diesen interessanten Ausführungen von Professor Grote, natürlich der die ganze Südtiroler Geschichte von, ja, mit der Staatswerdung da aufgearbeitet hat, gehe ich jetzt sozusagen in die, ja, in die Peripherie heraus und versuche einen Betrieb, also im Kleinen, die Geschichte dieser Lhasa Marmor kurz aufzuarbeiten, diese 125 Jahre, wechselvollen Jahre. Also es wird nicht so lang, dass es wirklich 125 Jahre da sitzen müssen. Also ich werde es ein bisschen schnell machen. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und eine spannende und also eine extrem wechselvolle. Und ich glaube, ich fange mal an mit der Zeit um 1800, 1870, 1880, also bevor noch die Lhasa gegründet wurde. Und dort haben wir, also das ist der berühmte Weißwasserbruch, und das ist eigentlich das erste große Abbaugebiet, was wir im Finchgau gehabt haben. Und um 1870, 80 erfolgt ein qualitativer Sprung, und zwar neben der Förderung, also dass man nicht nur den Stein gebrochen hat und dann in die verschiedenen Länder ausgeliefert hat, also vor allem nach München, nach Wien, sondern dass man den Marmor zum ersten Mal auch in Lhas verarbeitet hat. Und das war sozusagen dieser erste qualitative Sprung, der für die Bevölkerung eine große Wichtigkeit hatte. Und zwar um 1880 gibt es dann zwei größere Betriebe in Lhas, wo die im Marmorgeschäft tätig sind und die an die 500 Personen beschäftigen. Und zwar auf der einen Seite die Wiener Union Baugesellschaft. Sie hat den havarierten Marmorbetrieb der Bremer Künstlerfamilie Steinhäuser erworben. Und auf der anderen Seite steht der lokale Betreiber Lechner, der später Marmor-Lechner genannt wurde. Und hier haben wir einen Teil seiner Belegschaft. Und der war ein sozialer Aufsteiger, der es vom Hirtenbuben zum Marmormillionär gebracht hat. Mit Besitz in der Schweiz, aber vor allem mit einem Betrieb, der für die damalige Zeit also alle technischen Raffinessen vorweisen konnte. Und er arbeitet fast ausschließlich mit Einheimischen im Bruch, bei der Verarbeitung des Marmors im Betrieb, also im Tal, und auch in der Verwaltung. Der zweite große Betrieb war eben, wie gesagt, diese Union Baugesellschaft. Und die Union Baugesellschaft hat ihren Sitz in Wien und war ein Großbetrieb mit mehreren Direktionen. Zum Beispiel eine der Direktionen war zuständig für den Bau der Gasometer in Simmering und eine andere war zuständig für den Bau der Südbahn. Und im Finchgau haben wir ebenfalls eine Direktion angesiedelt gehabt, und zwar die ist von Wiener Leuten also geführt worden. Den größten Teil der Arbeiter hat man jedenfalls aber vor Ort rekrutiert. Und zudem gab es ab Mitte der 1870er Jahre eine Fachschule für Steinbearbeitung, die über das Wiener Handelsministerium finanziert wurde. Und aus dieser Schule sind hunderte ausgebildete Steinmetzen, Punktierer und Bildhauer hervorgegangen. Und die Union Baugesellschaft hat natürlich auch Beziehungen und ihre Netzwerke in Wien spielen lassen und hat zum Beispiel beim Bau der Ringstraße, also mit dem Lhasa Marmor, nicht nur punkten, sondern auch Gewinn erwirtschaften können. Also die 40 Statuen oder Figuren, die im Plenarsaal des Wiener Parlaments angebracht sind, sind aus Lhasa Marmor. Und eine kleine Anekdote vielleicht hier noch, und zwar, weil dieser Marmor so weiß war und die Abgeordneten in ihren Reden geblendet wurden, hat man den mit einem fein gelblichen Ton überzogen. Nach Beendigung, also der Arbeiten an der Ringstraße, zieht sich die Union Baugesellschaft zurück, verkauft den Betrieb und der neue Besitzer steuert das Unternehmen in kurzer Zeit in den Konkurs. Und das war ebenfalls ein Wiener Unternehmen, und zwar Fritz Zeller. Die Folge: Über Jahre ist in Lhas nur noch der Marmorlechner aktiv und der steigert seinen Einfluss im Dorf, aber vor allem auch in der Gemeindestube. Und der Konkurs von Fritz Zeller hat Auswirkungen auf mehreren Ebenen.
Also Laas ist eine Arbeiter-Bauerngemeinde und in dieser Arbeiter-Bauerngemeinde verschiebt sich nun das Gleichgewicht zugunsten der Bauer. Ja. Der angestrebte Neubau der Fachschule für Steinbearbeitung wird verhindert. In der Dienstbotenfrage hat die Landwirtschaft wieder die besseren Karten. Und Steinmetze, die nicht zurück in die Landwirtschaft wollen, das wäre im Grunde ein sozialer Abstieg, finden wir als Amerika-Auswanderer um 1900 und belegt sind solche Auswanderungen aus den Laaser Nachbardörfern Brat, Göfland und Kortsch. In dieser schwierigen und unsicheren Situation taucht dann plötzlich der Künstler Matthias Gasteiger auf, den ich hier im Bild habe. Und er hat bereits einen, bin ich zu schnell, kurz zurück. Also, der hat bereits einen Marmorbetrieb, nicht mit Rheinweißen, aber mit Treuchtlinger Stein in Oberfranken. Und dieses Unternehmen, diesen Betrieb hat er bereits ist ihm gelungen, an die Amsterdamer Börse zu bringen. Und nach dem Vorbild von diesem Treuchtlinger Marmor hätte er jetzt gerne auch in Laas einen Betrieb gegründet, also einen gut aufgestellten Marmorbetrieb, der für Investoren und für verschiedene Geldgeber eben attraktiv wäre. Und Gasteiger geht also strategisch vor. Also er gründet die Laaser Marmor, hat die damals noch geheißen. Also er hat noch den deutschen Begriff vom Dorf verwendet, mit dem A dran angehängt. Das ist natürlich vom Klang, vom phonetischen her ein bisschen besser sich anhört. Und er pachtet einen Bruch von der Gemeinde. Also nicht den besten, aber er hat einen Bruch von der Gemeinde gepachtet. Und sichert sich dann noch die exklusiven Zufahrten und den Abtransport über einen Almweg. Und der sich also in Gemeindebesitz befindet. Und er hat damit einmal schon ganz wichtige oder wesentliche Voraussetzungen, dass er diesen Betrieb relativ gut aufstellen kann. Und zudem hat er sich noch im Tal an der Eisenbahnlinie in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs einen Grund gekauft, auf dem er sein bescheidenes Blocklager errichtet hat und ist dabei immer wieder von der Gemeinde unterstützt worden, die vor allem also den lokalen Krösus, also diesen Marmorlechner, also ein wenig zurückdrängen wollte. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges war dann also weder Lechner noch am Zug. Weder Lerch noch Gasteiger am Zug, es war einfach fertig. Also die Marmorproduktion und die Verarbeitung kam zum Erliegen. Und Gasteiger fährt seinen Betrieb auf Null. Und beim Marmorlechner, also sein Sohn und designierter Nachfolger, ist in den ersten Kriegstagen in Galizien gefallen. Und so war somit, also hat dieser Krieg eigentlich den Marmorabbau in Laas zum Stillstand gebracht. Nach dem Krieg, also ist auch dieser geschützte Markt, also in der Donaumonarchie weggebrochen. Die Konkurrenz in Carrara war übermächtig und 1920 verdienten keine 10 Personen in Laas ihren Lebensunterhalt im Marmorgeschäft. Also es war bedeutungslos im Grunde. Einzig Gasteiger, und das ist jetzt das Interessante, er lässt sich von den neuen Umständen nicht irritieren. Er arbeitet ein schlüssiges Bringkonzept mit Kabelkran und Schrägbahnen aus, also dass er den Marmor von 1500 Meter, also vom Bruch herunter ins Tal bringt und ist weiterhin intensiv auf der Suche nach Investoren. 1926, 27, also nach 20 Jahren Suchen, Und 20 Jahre nachdem er in Laas aufgetaucht ist, ist es soweit. Und nach vielen Entbehrungen gelingt es ihm, einen Investor zu finden. Und zwar, es ist Karl Wölfel, also hier klein im Bild. Und dieser Karl Wölfel ist ein süddeutscher Unternehmer und er hat auch ein Bergbauunternehmen in Anatolien und betreibt mehrere Projekte. Und ihm gelingt es, die Filiale der Hardy Bank, also das ist eine Privatbank in Deutschland, die aber in enger Verbindung zur Dresdner Bank arbeitet,
das Interesse zu wecken und diese Hardy Bank ist bereit, in dieses Marmorgeschäft einzusteigen. Und mit amerikanischen Investoren und also deutschen, vor allem aber amerikanischen Geld, entsteht in Laas innerhalb von 2 Jahren, also 28, 29, der modernste Marmorabbaubetrieb Europas. Ziel dieser neuen Laaser Marmor von Karl Wölfel ist es, den amerikanischen Markt mit Marmor zu versorgen. Die Berechnungen sahen bei einer konservativen Projektion einen 1 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr vor. Und Ziel war es, die Laaser als Produktionsbetrieb über die IMC, also die International Marble Corporation, die in der amerikanischen Steueroase Delaware ihren Sitz hatte, zu verwalten und die Aktie der IMC, also dieser International Marble Corporation, an der Wall Street in New York zu platzieren. Die Weltwirtschaftskrise, also mit dem Schwarzen Freitag im Oktober 1929, beendete diese Träume. Für die Arbeiter in Laas und im Vinschgau gibt die Errichtung des Betriebes noch einmal einen kurzen, heftigen Schub. Die Laaser von Wölfel und Hardy erreicht allerdings nie die prognostizierten Mengen, Abbaumengen. Und im Abbau wird die von den Einheimischen angewandte amerikanische Methode mit der Carrara-Methode, die ausgetauscht, die wirtschaftlicher erscheint und zum ersten Zuzug italienischer Arbeiter führt. Also sehr interessant, also dieser erste Zuzug hatte keine politischen, wie man es vielleicht meinen könnte mit dieser ganzen Geschichte, wie sie vorhin Professor Grote da erzählt hat, also sondern rein ökonomische, betriebswirtschaftliche Gründe. Die politischen Ereignisse potenzieren die wirtschaftlichen Probleme der Laaser. Italiens Überfall auf Abessinien wird mit einem Boykott des italienischen Exports durch den Völkerbund quittiert. Und wenige Jahre nach der Machtübernahme Hitlers in Deutschland wird aus protektionistischen Gründen für die deutsche Steinindustrie die Einfuhr von verarbeitetem Marmor verboten. Also es sind im Grunde alle Geschäftsfelder oder ja, Geschäftsmöglichkeiten sind in dem Moment also gefallen. 10 Jahre nach Errichtung des Hardy-Betriebes werden die Arbeiten 1938 eingestellt. Und es erfolgt diese erste große Abwanderung. Also in Südtirol haben wir normalerweise 1939 infolge der Option, also dieser Abstimmung, also dieses Abkommens zwischen Hitler und Mussolini, wo es darum ging, dass die Südtiroler sich entscheiden mussten, ob sie für Deutschland optieren und auswandern und ihre Höfe und ihre Häuser und Geschäfte verkaufen oder abgelöst wurden, wie man so schon gesagt hat, oder ob sie bei Italien bleiben. Und bekanntlich haben sich damals über 80% der Südtiroler für die Option nach Deutschland entschieden, mit dieser Ablösung ihrer Höfe, Häuser und Geschäfte. Und außerdem war es eben so, dass in Laas also 38 der Betrieb geschlossen wird und die große Abwanderung 38 erfolgt. Also das ist für Südtirol ein großes, eine Seltenheit. Und für die Hardy Bank und ihren Betrieb hat das aber auch wieder große Folgen, und zwar in diesem Fall ein großes Glück für Hardy. Und zwar im Zuge dieser Option wird auch der reichsdeutsche Besitz abgelöst und die Laaser Marmor ist im Besitz von also Reichsdeutschen und so wird diese Laaser Marmor vom italienischen Staat aufgekauft. Und dieser Staat, die Maßnahme des Ankaufs übernimmt eine Körperschaft, die Ente Nazionale per le Tre Venezie. Und dieses Ente Nazionale per le Tre Venezie kauft jetzt diesen Betrieb an, legt ihn zunächst still und möchte ihn eigentlich privatisieren. Und jetzt passiert etwas ganz Gewaltiges nach 1945. Man kommt zu einem Großauftrag mit der amerikanischen Marmorkreuzen. Also die Amerikaner. Öppala. Könnten wir wieder die.
könnten wir wieder zurückkommen. Probieren wir es. Ich hoffe, es passt so, dass wir weiterfahren können. Also, jetzt kommt dieser große Auftrag aus Amerika. Verzeihung, ich sehe Ja. es noch nicht. Bitte? Ich sehe es noch nicht. Können Sie es vielleicht nochmal versuchen? Zurück ein bisschen. Also, haben wir jetzt wieder das Bild mit den Kreuzen? Alles okay. Alles okay. Also, Entschuldigung, dann fahre ich weiter. Tut mir leid. Also, es kommt dieser Großauftrag aus Amerika und das Ente Nationale, das eigentlich zuerst versuchte, diesen Betrieb abzustoßen, merkt, ja, da haben wir eine große Chance, wir können Unternehmer spielen und könnten zu einigem Geld kommen. Und also es gibt im Grunde ein Wirrwarr von überhöhten Provisionen, Schmiergeldern und persönlichen Freundschaften und Verquickungen und vor allem zwischen einer attraktiven italienischen Schauspielerin und dem Chef des amerikanischen Friedhofskomitees, also der American Battle Commission, also dieser Friedhofskonferenz oder Komitees, das die Führung der amerikanischen Soldatenfriedhofe außerhalb der USA hat und die LASA sichert sich diesen Auftrag. Für LAS bedeutet es zunächst einen großen Ruck, also es werden insgesamt 600 Mitarbeiter beschäftigt, um diesen Auftrag abzuwickeln. Und die Bucharbeiter kamen vorwiegend aus dem Finchgau und die Spezialisten, also die Graveure und die Techniker, stammten aus dem Veneto und aus der Toskana. Problem am Rande: die völlig inkompetente Führung des Ente Nationale Tre Venezie steuert den Betrieb durch falsche Berechnungen und Projektionen an die Wand. Und jetzt wollte der Ministerrat, also der italienischen Regierung, dem diese Körperschaft unterstellt war, nicht eine dumme Figur machen, musste gehandelt werden. Also, und um den drohenden Konkurs abzuwenden, schoss der Staat riesige Geldmittel in den Betrieb und löste die alte Führung ab. Die neue Führung sah in dieser LASA für sich nicht nur einen Goldesel und eine Geldbeschaffungsmaschine, welche durch den Staat abgesichert war, sondern sie verfolgte auch noch einen politischen und sozialen Auftrag. Jetzt kommt also eine neue Komponente hinzu. Und das hieß, man wollte in LAS ein sogenanntes Insediamento mit italienischen Familien machen. Und zwar, man verwendete die LASA Marmor, also diesen Marmorbetrieb, als Vehikel, um italienische Familien nach LAS zu lotsen. Und die Projektionen waren gewaltig. Also man versuchte einen Teil, also dieses Dorf, dieses LAS, zu vergrößern. Also man hat einen ganzen neuen Dorfteil also in Planung gegeben. Ist dann aber nicht zu Ende geführt, die Arbeiten sind nicht zu Ende geführt worden. Und weil sich eben die Realisierung dieses Insediments und vor allem auch der Marmorbetrieb, also dass der Schwierigkeiten hatte, also aus der Verlustzone zu kommen, hat man diese Pläne nicht zur Gänze realisieren können. Interessant ist vielleicht da noch, und zwar Staatssekretär für diese Aktion war damals Giulio Andreotti, der spätere Ministerpräsident, eine herausragende Persönlichkeit und die zum Teil auch eine sehr zwielichtige Rolle gespielt hat in der ganzen Geschichte mit der italienischen Mafia. Also Ziel dieses sozialpolitischen Engagements war der Versuch, also im Laser Gemeinderat eine Mehrheit jenseits der Südtiroler Volkspartei zu organisieren, ein großes Wohnbauprogramm anzuschieben und vor allem im Freizeitbereich aktiv zu werden. Und 2 Jahre nach der Gründung gewann der Fußballverein LASA Marmor die regionale Fußballmeisterschaft. Also man wollte zeigen, dass man einfach eine bestimmte Überlegenheit gegenüber den Deutschsprachigen hat.
Und trotz aller staatlichen Unterstützungen gelang aber dieses Insediamento doch nicht. Und es war einfach das Problem, dass man den Betrieb, also die Lhasa Marmor, einfach nicht aus dieser Verlustzone herausbrachte, trotz aller möglichen Hilfen. Und in dieser Zeit, also von 55 in die 60er Jahre herein, also bis 61, 62, haben wir, also schrumpft diese Belegschaft sukzessive. Und was der Herr Professor Grote vorhin auch gesagt hat, also das mit den Sprengstoffanschlägen, haben wir auch in Laas, also haben wir relativ viele Leute, die im 61er Jahr, also bei dieser Feuernacht beteiligt waren und aufgrund der Spannungen, die es eben mit dieser Lhasa Marmor gegeben hat. Dann 1962 haben wir eine Neuwahl beim Internationale Trevenese und auch innerhalb der italienischen Christdemokraten kommt es zu einer neuen Führungsspitze, also die neue Führungsspitze. Und darunter ist dieser Aldo Moro. Aldo Moro hier links im Bild und rechts im Bild ist sein Partikularsekretär Sereno Freato, der neuer Präsident dieses Ente Nazionale Trevenese wird. Und der versucht dann diesen Betrieb also so schnell wie möglich zu privatisieren. Und zum Schluss, also 1962, waren noch 300 Arbeiter bei der Lhasa beschäftigt, von denen ein Drittel Italiener waren, die aus anderen Provinzen zugezogen sind. Dann diese Privatisierung, also die jetzt von Moro und Freato da angeschoben wurde, ist dann 1962 vollzogen worden und neuer Besitzer wurde Giuseppe Sonsogno. Und zwar Giuseppe Sonsogno war der Besitzer der Cava Romana in Aurisina, also in der Nähe von Triest. Und er war auch einer, der also politisch sicherlich Rechtsstand und vor allem auch in Zusammenhang mit den Slowenen seine Sachen gemacht hat, die vielleicht nicht so sein sollten, wie man es hätte machen können, also dass man auch Slowenen in seinem Betrieb eine Arbeit gibt. Dann, er liebte, was man dem Sonsogno aber jedenfalls nicht vorhalten kann, also er liebte den Stein und hat ein inniges Verhältnis also zu diesem Marmor gehabt. Und in seiner Zeit wird der Abbau behutsam betrieben. Und das ist natürlich ein großes Glück, also es ist kein Raubbau betrieben worden. Er hat aber enorme Schwierigkeiten, den Zahlungen der Raten für den Erwerb der Lhasa Marmor nachzukommen. Und außerdem bricht der Marmormarkt ab Mitte der 1960er Jahre noch einmal stark ein. Arbeiter warten über Monate auf ihre Gehälter. Es wird zum ersten Mal in Laas gestreikt. Und vor allem die Frauen der Marmorarbeiter gehen auf die Straße und fordern das Geld ihrer Männer. Hier ein Bild eine dieser Protestversammlungen und wir sehen den großen Anteil der Frauen. In der Zwischenzeit sind aber schon viele italienische Arbeiter aus Laas abgewandert, die im Gegensatz also zu den lokalen Arbeitern ihre Familie nicht hier hatten. Sie konnten die Mieten nicht mehr bezahlen und wollten einfach aus dieser desolaten Situation, die es in Laas damals gegeben hat, entfliehen. Und so ist Folgendes passiert. Also innerhalb von 2 Jahren ist dieses Insediamento, also dieser Versuch des italienischen Staates, also italienische Familien in Laas anzusiedeln, gescheitert und hunderte von Millionen Lire sind sozusagen in den Sand gesetzt worden. In den 1980er Jahren hat die Gemeinde den Villaggio Lhasa, also diese Häuser, die die Lhasa gebaut hat, es waren ja nicht viele, es waren 6 Häuser, von der Familie Sonsogno dann angekauft. Sie hatten sie niedergerissen und dem geförderten Wohnbau zugeführt. In der Folge arbeitete die Lhasa Marmor auf Sparflamme und zum überwiegenden Teil mit Arbeitern aus dem Finchgau. Am Ende waren es 20, maximal 25 Arbeiter. Und der größte Auftrag in dieser Zeit ist die Beteiligung an der Errichtung der El Zayed Moschee in den Vereinigten Arabischen Staaten.
Also das ist nicht alles Lasermarmor, sondern Lasermarmor wurde vorwiegend verwendet für die Innenausschmückung der Moschee. Was passierte noch in diesen 1980er Jahren, also wo dieser Bau da, dieser Moscheenbau auch über die Bühne ging? Plötzlich erscheint wieder ein Protagonist der Lerchner-Dynastie auf der Bildfläche, und zwar der Urenkel des Marmor-Lerchners hat einen Teil der Bruchrechte an der Jennwand geerbt und findet im Schweizer Medienunternehmer Bernhard Burgener hier einen neuen Investor. Und Burgener holt in diese neue Lerchner Marmor AG mehrere Schweizer Investoren hinein, unter anderem die Familie Elsener, also von Victorinox, vielleicht bekannt, also vom Schweizer Militärmesserhersteller, und der nach den Ereignissen von 9/11 also den Betrieb breiter aufstellen will. Und diese Schweizer Seilschaft bemüht sich fast 20 Jahre lang, den Yen-Bruch also zu reaktivieren. Dies gelingt allerdings nicht. Der Bruch befindet sich nämlich im Nationalpark Stifser Joch und war sozusagen lange Zeit stillgelegt auf einer Höhe von 2500 Metern. Aber nach längeren Verhandlungen schaffen es die Schweizer über ihre Lerchner Marmor AG 2007 die Lasa Marmor von der Familie Sansonio zu erwerben. Und seit dieser Zeit, also seit diesem Schweizer Engagement, erleben wir einen erneuten Aufschwung. In der Zwischenzeit finden wieder 65 Finchgauer ihren Lohn und ihr Brot bei der Lasa. Und sie haben den Prestigeauftrag, also die Errichtung des Oculus auf dem Ground Zero der Twin Towers in New York, hier. Also man muss wirklich sagen, also in der internationalen Fachpresse, also werden sie gelobt, und anscheinend ist dieser Auftrag hervorragend abgewickelt worden. Dies dürfte jetzt natürlich nicht das Ende der Geschichte der Lasa sein. Es macht eher den Anschein, dass sich ein Kreis schließt. Und zwar der Künstler Gasteiger hat also vor gut 120 Jahren, also beinahe 125 Jahren, also Investoren gesucht, und es ist nicht anzunehmen, dass ein Schweizer Medienprofi wie Burgener, der mit der Highlight Communication und der Konstantin Media über zwei börsennotierte Unternehmen verfügt, in Laas mit dem Marmor nur ein Hobby betreibt und sich einen attraktiven Abschreibungsposten leistet. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.